Moin moin und herzlich willkommen, liebe Leute. Ich bin die Zementente, wir spielen Darksiders 2 und sind mit Robocop unterwegs. Wir haben in diesem Dungeon das Wiederbeleben des Konstrukts erlernt, oder beziehungsweise das haben wir schon vorher erlernt, aber hier machen wir es jetzt zur Exzessivität. Wie mehr als die Kiste gab es hier nicht. Ich dachte, hier gäbe es jetzt vielleicht eine Methode. Okay, das ist wahrscheinlich ein Fall in den Tod. Ich frage mich, ich muss doch die Tür da hinten irgendwie aufmachen. Okay. Zack. Dann vielleicht aber nicht von hier. Hier kann ich mich wieder drauf... Ah ja, alles Mögliche kann er auf dieser Chain, nur nicht das. Ja. Naja, egal. So, okay, alle möglichen Schatzkisten haben wir hier eingesammelt. Dann ist da vielleicht noch so ein Loch im Boden, dass wir die Tür damit aufkriegen. Ach ja, hier. Dann können wir hier schon mal absteigen, denke ich. Ja, genau. Das ist verwirrend. Das ist überhaupt kein Kampfareal, das da auf mich zukommt. Wir müssen hier bestimmt nicht kämpfen jetzt. Oh Gott, wie viele Masken hier hängen. Ich hab's schon geahnt. Das war ja klar. Macht er jetzt so Mighty Morphin Power Ranger mäßig was? Erste Maske down. Da kenne ich nichts. Einmal Ghule beschworen und zack, die erste Maske erlegt. Da kenne ich gar nichts. Seht schon, ich habe das Spiel voll raus. Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Jetzt werde ich hier gleich vollends verkacken. Ja, komm her, Digga. Und ja, das war der Execution Move. So, und jetzt? Mehr Bodengegner, kein... Doch, da oben ist eine Maske, die sich aktiviert hat. Bitte die Maske fokussen. Warten, bis die schießt. Und dann erstmal die Maske entsorgen. Jawohl. Die Knarre ist schon irgendwie cool. Also auf jeden Fall cooler als die Version der Knarre, die man im ersten Teil hatte. Das muss man sagen. Die Knarre im ersten Teil hat ja quasi gar nichts gemacht. Vor allen Dingen auch schadensmäßig gar nichts. Da bin ich gespannt, wenn es mal ein Darksiders 3/4 gibt. Das ist die Frage, in welchem Teil. Wenn in jedem Darksiders Teil einer der vier Geschwister dran ist, dann gibt es doch irgendwann auch den Teil, wo Redemption, Redemption hieß die Knarre, Fury? Redemption ist die Waffe von Fury, glaube ich. Wo also der Typ, der als Hauptwaffe dann sozusagen die, Knarren führt, dran ist. Entschuldigung, jetzt war ich kurz abgelenkt. Aber kein Problem. Ich wollte gerade sagen, ich hole mir die Lebenspunkte einfach von dir wieder. Boah, Alter. Ich bin so impressive. Also ich bin gerade von mir selbst beeindruckt. Entschuldigt, wenn ich dabei ein bisschen ins Selbstschwärmen gerate. Aber ich mache hier coole Moves und ich mag das, wenn ich coole Moves in Spielen mache. Na komm, Digga, komm runter. Einmal, dass du schießen kannst, bitte. Dein Schild ist ja noch an, oder? Okay, das war irgendwie einfach nur buggy. Dein Schild wurde mir noch als aktiv angezeigt. Oh, das war knapp. Aber das ist das echt Geile an diesem Teleport-Slash. Man kann den genauso gut als Ausweichdings benutzen. Also so ähnlich wie halt den eigentlichen Ausweichdings. Nur, dass er deutlich besser die Unverwundbarkeit bietet. Und für mich, und durch die Tastenbelegung jetzt halt auch auf der, quasi auf der Angriffstaste nicht. Das heißt, ich muss nur, wenn ich im richtigen Moment ausweichen will, zusätzlich zum Angriffsbutton eine der Schultertasten kurz betätigen. Und dann macht er diesen Teleport-Slash und ich weiche der nächsten Attacke auch aus. Ah, ich will keine... Okay, vielleicht will ich doch eine Reaper-Form. Nein, ich brauche für den keine Reaper-Form. Erstmal brauche ich den großen hier. Ey! Construct Sentinel, please? Alter, der stellt sich immer in den Weg, der Assi. Kann er nicht bringen hier. Und davon bringen wir aber Ghule mal. Dann kann er sich mit denen rumschlagen, während ich den kleinen hier erstmal erledige. Ne? So. Und wie die halt auch meine Combo aktiv halten, die Ghule. Also sie sind schon geil. Ich weiß nicht, ob ich was Besonderes dafür kriege, dass ich die Gegner unsichtbar machen kann. Hier da, die Gegner sind unsichtbar. Ich weiß nicht, wie ich das hingekriegt habe. Aber vor allen Dingen sehe ich dann nicht, wenn er mich haut. Insofern war das gar nicht so clever. Aber den haben wir auch. Und dann können wir glatt sogar noch den hier machen, diese Dings-Potion einsammeln und dann läuft das. So, jetzt will ich nämlich die Reaper-Form haben. Haha, da hat mich das Spiel gebaitet. Erstmal aber den Sentinel kurz erledigen. Nein. Ja, hier. Okay.
ihr da. Jetzt will ich euch nämlich so richtig eine reinbraten. Denn das hätte ich nicht so gerne gemacht, die Jungs zu besiegen. Das ist mir so rum. Also da habe ich, also, ach ja, ich bin... Ha, ich schwelge gerade in, krass leuchtet der da hinten bunt. Ich schwelge gerade in Freude über mich selbst. Ist das nicht schön? Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum Videospiele, oder was an Videospielen das Tolle ist. Wenn man dann wirklich so Sachen halt reißt, die wirklich cool sind, sich gerade das Gefühl hat, das Spiel so richtig verstanden. Also, oder um es mal anders zu formulieren. Für mich sind Videospiele besonders dann, besonders gut, wenn ich das Gefühl habe, eine richtige Lernkurve im Spiel zu haben. Und die dann irgendwann so zu meistern. Das ist mir schon ein sehr wichtiger Aspekt bei Videospielen. Also nicht sehr wichtig immer. Es gibt auch Spiele, die ich einfach nur stumpf des Spaßes wegen spiele. Aber dieses Gefühl von, boah, ich habe jetzt kapiert, was das Spiel von mir will. Und ich mache das jetzt gerade richtig gut, was das Spiel von mir mechanisch sozusagen abverlangt. Das ist schon, uah. Sprach er, während er beinahe in einen bodenlosen Abgrund lief. Mhm. Hep. Hep. Und hep. Sweet. Münze. Und... Was bist du? Du bist ein Dings. Da hinten ist eine Schatzkiste. Nee, hier ist eine Schatzkiste. Moment. Da oben müsste irgendwo eine Schatzkiste sein. Kommen wir da irgendwie hoch? Nö. Hm. Ah ja, doch, klar. Das haben wir auch schon gelernt. Ne? Dann erstmal hier den. Oh, da hat er sich sogar noch so an der Seite, an der Wand lang bewegt. Cool. Eine blaue Zweitwaffe. Ja, Zweitwaffen benutze ich viel zu wenig. Aber zugegebenermaßen, warum auch? Wenn doch die Erstwaffe sowieso so gut ist. Ist jetzt auch nicht so, als wenn wir in Darksiders 1 permanent mit den Zweitwaffen gearbeitet hätten. Da war aber das Feld auch viel klarer abgesteckt. Da war einfach, die Hauptwaffe ist die ist Chaos Eater, der ein guter Allrounder sozusagen in den Waffen ist. Dann gibt's die Sensen, die vor allen Dingen für viele Gegner Massen, also für viele kleine Gegner sehr geeignet ist, weil sie große Fläche abdeckt, dafür nicht ganz so viel Schaden macht. Alter, wie ich diese Viecher hier, ich sollte die einfach so. Und dann gab's halt noch diesen Hammer, der wichtig war, um die Kristalle zu zerstören und der, glaube ich, auch mehr Schaden gemacht hat. Oder hätte, wenn man den sinnvoll eingesetzt hat. Ich habe den ja bis zum Ende des Spiels eher so der Spaß ist halber mal verwendet. Sehr schönes Dungeon-Design, wie ich finde. An dieser Stelle. Also auch, dass man hier so eine Art halb draußen Areal wieder drin hat. Das an sich eben auch sehr schick aussieht. Doch, doch, gefällt mir. Was geht hier? Hier ist sowas wie ein Aufzug oder so in der Mitte angezeigt. Ah, hier ist wieder ein Konstrukt. Hier sind erstmal... Loot-Dinger. So, Loot-Dinger gelootet. Und dann Konstrukt. 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 Ich versuche gerade das Wort in verschiedene Arten und Weisen zu sagen. So, die habe ich jetzt hier abgestellt. Ich schätze mal, ich muss das jetzt hier noch irgendwie aktivieren. Das ist doch der Sinn und Zweck dieser Nummer hier, oder? Spiele wie dieses, also dieser Art schon seit ich klein bin, da werde ich doch wohl ungefähr rausfinden, ah, da soll ich lang, was so ein Spiel von mir will, ohne dass es mir da explizite Tipps nochmal geben muss. Ich habe nicht die Sprungtaste gedrückt. Lieber Tod, was sollte der Quatsch? Ich habe nicht die Sprungtaste betätigt. Gut, vielleicht war der Fehler, dass ich sie losgelassen habe. Aber okay. So. Und jetzt ist da oben noch ein Konstrukt. Warum habe ich denn dann das alte da unten auf die Plattform gestellt? Ah, I see. No, I don't see. Ach, hier oben brauche ich zwei. Vielleicht. Möglicherweise, ich weiß es noch nicht so genau. Moment, machen wir erstmal schnell das da weg. Schätzungsweise muss ich jetzt mit dem nach unten fahren und den Teleporter, den Aufzug hier zu aktivieren. Kann ich ja machen. So, jetzt bringt er mein Konstrukt nach oben. Aber ich meine, ich habe ja hier oben eins. Warum soll ich denn jetzt zwei haben? Ich lasse ihn da jetzt mal stehen.
wird sich mir bestimmt schon gleich offenbaren, warum ich hier zwei brauche. Ach, ich habe schon eine Ahnung, warum ich da vielleicht zwei brauche. Man weiß es noch nicht so hundertprozentig. Ich stelle den jetzt da rein. Nein, du sollst... Ich habe den... Manchmal. So. Jetzt gehe ich erstmal hier so lang gucken. Ah, hier ist nämlich noch ein Loch. Wahrscheinlich sollte ich die beide aktivieren, um irgendwelche merkwürdigen Dinge zu tun. Ah, okay. Ich ahne ungefähr, worauf das hinauslaufen wird jetzt, auf Dauer. Das heißt, wir gehen jetzt mit dem anderen Konstrukt erstmal durch den Gang, laufen auf der anderen Seite dahin, wo man das Kettending hinschießen kann. Da ist nämlich auch nochmal so ein Kugelaktivierteil. Und erst dann schieben wir die andere Konstruktstatue da irgendwie wieder rüber. Mann. Ihr wollt es gar nicht umständlich machen, oder? Da ist eine Seite aus dem Buch der Toten, die will ich haben. So, jetzt schiebe ich den hier rein. Den daran. Eigentlich will ich die noch gar nicht mounten. Erstmal will ich jetzt gucken, ob ich da hinten diese Buchseite aufgemacht habe. Die Antwort ist nein. Ach so, jetzt kann ich von dem... Das geht nicht, okay. Worth trying. Sah mir sehr knapp aus. Ich glaube, wenn man das wirklich ganz perfekt timet, könnte man den Sprung sogar schaffen. Aber okay. So, jetzt kommst du. Machen wir das Ding nämlich wieder zu. Und dann aktivierst du das hier, was auch immer das macht. Wahrscheinlich die Tür auf. Okay. Die Frage, die sich mir jetzt nur stellt, ist, wie komme ich an die Seite des Buchs der Toten? Komme ich da jetzt hin, indem der da steht einfach? Das macht er vielleicht beides auf? Mal gucken. Tatsache. Hüpf, meins. Wie viel haben wir? 7? Ja. 3 noch, dann kann ich irgendwas dafür kriegen. Hopp. Überhaupt nicht vertrackt jetzt mittlerweile, die Rätsel hier. Naja, vertrackt, naja. Naja. Oh. Oha, auf jeden Fall ein großes, weitläufiges Areal. Das will das Spiel mir an dieser Stelle sagen. Auch diese 3 Experience-Konstrukte, können die nicht einfach wegbleiben? Ich meine, es ist doch auch jetzt nicht so die größte Challenge euch zu... Das war zum Beispiel einer der Momente, wo ich nicht mit dem Ausweichen sinnvoll arbeiten konnte, weil ich meinen Analogstick gerade in die falsche Richtung gedrückt habe. Da hätte ich einfach einen Teleport-Slash machen können. Naja. Ich frage mich, kann ich da runterfallen? Ich glaube, das sieht so aus wie Instant Death. Okay. Dahin. Der ist ein kleiner Klettermaxe, der Mann hier. So, dahin. Gegner, nein, gut, hier hoch. Gegner, nein, gut, hier hoch. Das geht heute alles ruckzuck. Oh, jetzt? Aha. Ja. Okay. Da ist eine... Wie er auch schon guckt dabei. Okay, Moment, da gehen wir einmal rein und machen den hier. Jetzt müssen wir erstmal zusehen, dass unsere Wut wieder auflädt, denn so viel haben wir gerade nicht. Können wir? Nee, können wir so nicht. Den würde ich gerne benutzen, um genau, um meine Wutregeneration anzuregen. Alter, Viechers. Alter Schwede, hier geht's aber schon zur Sache, ne? Hier geht es schon richtig... Au. Ja, wirf mich nur runter, Digga. Erstmal wieder Gule ranholen. Eieieiei. Immer schön einen down fokussen. Aufpassen, dass einen der andere nicht in der Zeit umbringt. Frost Damage ist schon eigentlich ganz nice to have, weil sich die Monster dann auch langsam mal bewegen. Au. Nochmal neue Gule ranholen. Bisschen Leben regenerieren, so. Nichts mehr sehen. Einer ist, glaube ich, tot, ja. Au.
Boah, hat der mich denn da getroffen? Naja. So, erstmal. Na komm. Das war doch. So. Das war doch gar nicht so leicht. Ich wollte jetzt ganz arrogant gerade sagen, ja, das war ja easy, aber das wäre natürlich echt hardcore gelogen. Hat mich auch genug Leben gekostet. Die beiden Jungs. Och nö, jetzt sag nicht, hier ist auch noch irgendwo so ein Spawner für die Viecher. Den müsste man dann doch erstmal zuerst finden. Okay, ich sehe keinen, dann sind das vielleicht doch einfach nur so Viecher, die hier so rumschweben und einen nerven sollen. Komm her. So. Du da, Leben. Ich will meine Leben an dir wieder auffüllen. So gut es geht jedenfalls. Zack, zack. Impossible. Doch, doch. Auf jeden Fall possible. Das ist ein guter Drop an der Stelle. Der Heiltrank kommt mir genau gelegen. Ich kann hier echt noch nicht die Tür aufmachen. Das ist ja blöd. Moment, die Tür ist auch zu. Was soll denn der Quatsch? Warum soll ich denn hier hin, wenn hier alle Türen zu sind? Das entzieht sich jetzt ein bisschen meiner Logik. Go. Ja, ich soll da hin, das habe ich verstanden, aber was soll ich da? Die Tür ist zu. Und die Tür ist auch gut zu und ich kann die auch nicht aufmachen, weil ich keinen Robot habe. Und hier ist auch kein Robot in der Nähe. Und ich komme auch nicht irgendwie... Ah, da kann ich hochklettern, okay. Das muss man auch immer erstmal finden, diese Stellen, wo man dann irgendwie Kletterpartie machen soll. Hüpp. So, und jetzt... Ach so, hier brauchen wir keinen Robot. Oh. Bevor wir natürlich dahin gehen, machen wir erstmal ganz andere Sachen. Oh, da ist noch eine Seite aus dem Buch der Toten und damit haben wir 8. Hep. Alter, es geht so schön flüssig von der Hand. Ich würde sagen, Leute, mit dieser Seite aus dem Buch der Toten... Moment, da war doch gerade so ein Farren. Den kann ich doch bestimmt szenisch in... Sehr schön. So. Mit dieser Seite aus dem Buch der Toten würde ich sagen, mache ich einen kurzen Cut. Liebe Leute, ich bin die Zementente. Bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich alles, alles Gute und sag ciao, ciao.